Hallöchen, jetzt machen wir über Schule. Schule heißt auf Kiswahili einfach so auch wie auf Deutsch Schule, schreibt man aber ohne C. Also S-H-O-L-E, Schule. Ein Lehrer, also Lehrkraft, sagt man in Kiswahili Mwalimu. Lehrkraft, Mwalimu. Lehrer, Mwalimu wa Kiume. Mwalimu wa Kiume. Eine Lehrerin, Mwalimu wa Kike. Lehrerin, Mwalimu wa Kike. Eine Schule, also allgemein sagt man Mwanafunzi. Mwanafunzi. Allgemein. Und eine Schülerin sagt man Mwanafunzi wa Kike. Mwanafunzi wa Kike. Und eine Schüler sagt man Mwanafunzi wa Kiume. Mwanafunzi wa Kiume. Und Schule allgemein, wenn die mehrere Schüler da sind, insgesamt also 5 Mädchen und 5 Jungs, sagt man dann Wanafunzi. Wanafunzi. Klassenraum sagt man Darasa. Klassenraum Darasa. Sa mit S-A. D-A-R-A-S-A. Darasa. Kreide nennt man Choka. Kreide, Choka, C-H-O-K-A-A, Choka. Ein Buch, sagt man Kitabu, mit K-I-T-A-B-U, Kitabu. Mehrere Bücher, sagt man Vitabu. Vitabu schreibt man jetzt auf Kiswahili nicht mit W, sondern mit V. Vitabu, V-I-T-A-B-U, Vitabu. Kugelschreiber, sagt man Kalamu, Kalamu. Kalamu ist Kugelschreiber. Was konnte man noch sagen? Weiß ich nicht. zum Beispiel Schularbeit oder Schularbeit, also Examen, sagt man dann Mtihani. Mtihani sagt man zu Examen. Mtihani. Bis gleich.